Und ja, heute werden wir einfach mal eine Grusel-App ausprobieren. Und zwar Randonautica. Vielleicht kennt ihr es ja auch schon von Creepypasta Punch. Und ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, so Leute, wir sind jetzt hier auch schon bei Randonautica angekommen. Und ja, jetzt klicken wir hier einfach mal gleich auf einen Ort suchen. Und ja, jetzt suchen wir hier einfach mal 1000 Meter Umkreis. Und ja, starten wir einfach mal direkt und schauen wir, wohin wir. Es hat schon geladen, wir sind jetzt hier, wir sollten hier hingehen, also machen wir direkt mal die Navigation an. Okay, es ist 2 Minuten von uns entfernt und ja, dann laufen wir jetzt mal einfach. So Leute, wir haben schon 500 Meter geschafft und müssen jetzt noch 450 Meter laufen. Und ja, dann kommen wir endlich an diesem Ort an. Wir haben keine Ahnung, wo wir ankommen. So Leute, wir sind fast da. Es ist nur noch eine kurze Distanz. Nur noch 90 Meter. Und dann müssen wir abbiegen und schauen wir, ob wir dort ein... Wir sind wirklich fast da. Wir müssen nicht mehr weit gehen. Und dann sind wir wirklich endlich angekommen. Ich bin schon sehr aufgeregt, wo wir jetzt ankommen werden. Wir müssen hier jetzt noch einmal links rüber gehen. Okay, Leute. Schon ziemlich komisch. Alles dunkel, gell. Jetzt schalte ich auch mal meine Taschenlampe an, weil ich auch ein bisschen Angst habe. Okay, Leute, wir sind hier gerade bei einer Schule angekommen. Wir schauen hier mal herum. Ich bin jetzt hier trotzdem noch auf eine Anomalie gestoßen. Und ja, schaut euch das einfach mal an. Hier eine Lokomotive. Also auch wenn es keine gruselige Anomalie ist, es ist halt wirklich eine krasse Anomalie. Und ich wusste auch gar nicht, dass es hier eine Lokomotive gibt. Deswegen wirklich krass. Okay Leute, jetzt wo wir hier schon angelangt sind, werde ich direkt die nächste Anomalie suchen und ja, diese werde ich wieder 1000 Meter im Umkreis suchen. So Leute, jetzt wieder Start und schauen wir, wo wir dieses Mal hinkommen. Was Leute? Es zeigt mir einfach keine Anomalien mehr an. Das heißt, vielleicht haben wir für heute schon zu viel. So Leute, jetzt versuche ich es wirklich noch einmal. Diesmal im Umkreis wieder. So Leute. Und ja, jetzt schauen wir, wo wir angelangen. Okay, wir haben wieder eine gefunden. Jetzt machen wir direkt das Navigationsgerät an. Und ja, jetzt starten wir direkt die Route und schauen wir, wie weit wir gehen müssen, okay? Dann gehen wir jetzt einfach mal auf dem... So Leute, jetzt müssen wir noch 300 Meter laufen. Und dann abbiegen. Ich bin schon so aufgeregt, wo wir dann ankommen. Leute, auf jeden Fall, dieser Standort hier ist viel abgelegener als der zuvor. Wir müssen jetzt wirklich richtig weit laufen. Und ja, ich bin sehr aufgeregt, weil ich auch alleine hier bin, ohne eine Person, also ohne Hilfe. Und ja, wünscht mir Glück. So Leute, die nächste müssen wir auf jeden Fall rechts. Und ja... Ich bereue meine Tat jetzt gerade. Ey Leute, ich glaube, wir müssen hier direkt hinein. Ah nein Leute, wir müssen dort nach vorne und dann direkt hinein. Dort kommt uns auch schon der Bus. Leute, ich habe so fest Angst. Schaut euch mal das hier an. Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt noch weitermachen sollen oder ob wir dieses ganze Experiment abbrechen sollen. Nein, Leute, wisst ihr was? Wir filmen jetzt einfach weiter und gehen einfach mal dort nach hinten und schauen, was dort ist. Und ja, nur alles für euch, Leute. Wirklich nur alles für euch. Sonst so, Leute, wir sind fast angekommen. Ich habe richtig Angst, weil schaut euch das an.
hilft überall Absperrung. Und ja, wir können hier gar nicht hinein. Deswegen müssen wir jetzt weiter schauen, wo wir genau rein müssen und versuchen hineinzu. Leute, was ist bitte schon das? Ich kann es nicht erkennen. Es sieht aus wie eine Rakete. Schaut euch das an. Voll komisch. Und ist auch wirklich nicht schön gebaut. Leute, wir sind hier auch noch bei einem Maisfeld. Es kann ja wohl nicht schlimmer werden. Ich habe sehr, sehr Angst. Und ja, wie es aussieht, müssen wir hier vorne einfach ein... Leute, wir sind bei 50 Meter. Wir müssen nur noch 50 Meter laufen. Und dann müssen wir dort vorne abbiegen und in das illegale Gelände einbrechen. Leute, wir sind hier angekommen. Schaut euch das an. Wir müssen jetzt einfach hier hineingehen, dass wir wirklich zu einer Anomalie kommen. Und ja, ich ziehe einfach jetzt mal für euch durch. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Leute, wir müssen jetzt hier nur noch nach vorne gehen und dort vorne ist dann die Anomalie. Wir sind hier gerade auf privatem Gelände. Das heißt, wir könnten jetzt direkt in das Gefängnis gehen, wenn sie uns sehen. Leute, jetzt gerade ist noch ein Security gekommen und hat uns gesagt, dass wir nicht in diesem Gelände hier drehen dürfen und dass es privates Gelände ist. Das heißt, wir hätten eine Anzeige kriegen können, aber dann sind wir weggerannt. Wir wurden jetzt zum ersten schon mal an eine krasse Anomalie gelockt. Zum zweiten wurden wir noch gerade aus einem Privatgrundstück rausgeworfen. Und zum dritten suchen wir jetzt einfach nochmal gleich eine. Einfach eine krasse nochmal. Hoffentlich finden wir eine. Einfach mal eine in 6000 Meter Umkreis, Leute. Oder in 3000. So, Leute, jetzt gehen wir direkt weiter. So, Leute, ich habe hier gerade die Anomalie geöffnet. Wieder mal so eine ganz komische Koordinate. Und ja, jetzt starten wir direkt einfach mal die Reise. So, Leute, wir sind jetzt hier angekommen am Ziel, weil wir haben im Umkreis sonst keine Anomalie. Und jetzt schaut euch das einfach mal an. Hier ist einfach eine Corona-Puppe. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das? Das war's auf jeden Fall heute mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und bei 20 Likes kommt ein zweiter Teil von Anomalien suchen. Also Leute, macht die 20 Likes voll und ja jetzt. Top für den Streck bis zum Ziel. TLS, Bravo, Check, Louis V. Viele Kunden warten, Test, Kokain. Bam, bam, bam.